Ja, hi, ich bin erstmal Diana, da sind Marit und Marlene und wir möchten euch jetzt Donkey Bridge vorstellen. So, wir wissen hoffentlich alle, dass Donkey Bridge es eigentlich so in dem halt nicht gibt im Englischen. Das wird jetzt praktisch mehr oder weniger wörtlich aus dem Deutschen übersetzt, aber ist auch falsch geschrieben. Das war mit Absicht. Und das ist bei unserem Projekt die Selbstironie. Donkey Bridge ist halt eine App für Vokabeln lernen, sodass man mehr Spaß hat mit mehreren Leveln. Das Problem, das wir hatten, waren, dass Vokabellernen ist langweilig und es macht keinen Spaß. Deswegen haben wir unser Spiel gemacht. Und weil es keinen Spaß macht beim Lernen, kann man sie sich nicht merken. Unser erstes Problem war die Auswahl der Programmiersprache, aber die fiel dann letztendlich auf Scratch. Und danach hatten wir ein paar Probleme, die Blöcke zu finden. Aber das braucht einfach Zeit, da gewöhnt man sich dran. Außerdem hatten wir eine mysteriöse verschwundene Nachricht, weswegen nichts mehr funktioniert hat, aber letztendlich wurde das Problem gelöst. Was noch kommen soll. Also wir wollen halt die Grafiken etwas verbessern, sodass man das schöneres Level-Design hat und somit auch mehr Level und mehr Vokabeln. Die Steuerung für die Figur, die wir gleich nochmal demonstrieren, hat halt auch momentan noch zu viele Knöpfe, deshalb wollen wir das auch noch ein bisschen verbessern. So, da wir denken, dass viele von Scratch noch überhaupt nicht gehört haben, möchten wir das mal kurz erklären. Also, Scratch ist eigentlich eine Webseite, aber es gibt auch als downloadbares Offline-Programm. Und es ist eine grafische Programmiersprache oder auch VPL genannt, also Visual Programming Language. Man hat halt vorgefertigte Blöcke, die man zusammensetzen muss, um sein Programm zu kreieren. Haben wir ein schönes Beispiel für. Ups, das war falsch, tut mir leid. So, das ist jetzt. Es ist weg. Es ist weg. Das ist der Vorführeffekt. Wo ist es hin? Bei uns wird gar nicht. Ich habe ein Bild, ja. Ah, da, jetzt haben wir beim Bild. Ja, also das ist jetzt halt halt Scratch. Links kann man die ganzen Blöcke sehen, die kann man sich jetzt einfach schnappen und in seine Programmieroberfläche ziehen. Mal wieder zurück. Ja, und wir haben jetzt ein ganz kleines Programm gebaut. Jetzt, wenn Start gedrückt wird, das ist die grüne Flagge. Überprüft unsere Katze hier die ganze Zeit, ob der Pfeil nach rechts gedrückt wird. Und wenn das passiert, geht es einfach nach rechts. Wir hatten ja gerade eben schon das Problem mit der verschwundenen Nachricht. Die Nachrichten werden verwendet, damit die einzelnen Figuren, also bei uns jetzt die Katze und der Apfel, miteinander kommunizieren können. Gehe ich mal auf den Apfel. Der überprüft die ganze Zeit, ob er angeklickt wird. Die Sache ist, hier haben wir jetzt einen Tippfehler drin. Wir haben hier Beispiel geschrieben statt Beispiel. Und die Katze überprüft, ob sie Beispiel empfängt. Dementsprechend passiert halt nichts, wenn man auf den Apfel drückt. So, jetzt aber genug von Scratch, wir kommen zu unserem eigentlichen Projekt. Also wir haben hier halt eine kleine Katze im ersten Level, mit der man nach rechts und links gehen kann und springen auf die Blöcke, sodass man nach oben zur Schatztruhe hinkommt. Bei der Schatztruhe öffnen sich dann zwei Vokabeln. Man muss aufs Richtige gehen oder aufs Falsche. Erstmal geht man halt aufs Richtige, dann öffnet sich ein Portal. Es gibt dann noch einen Punkt, wenn man das Richtige genommen hat. Im zweiten Level ist die Figur eine kleine Fledermaus, mit der kann man rumfliegen und muss halt zur Kiste fliegen und dann wieder die richtige Vokabel auswählen. Dann erscheint noch ein Portal. Wenn man aber im ersten Level runterfällt, dann ist Game Over oder die falsche Vokabel auswählt. Dann muss man nochmal komplett neu anfangen. Das war's dann. Ihre Aufmerksamkeit.